Irgendwie habe ich gerade so einen komischen Schein um mich rum. Ey, explodierten die? Nee, ne? Die sterben einfach normal. Bin mir bei denen immer nicht sicher. Aber das waren die nicht, die explodiert sind. Okay. Noch mehr von den Typen, ne? Komm, fliege. Attacke Bärt. Ist ja auch eine Attack Fly. Ich habe sie Bärt getauft. Das ist jetzt Attacke Bärt. Macht Sinn, oder? Klar, macht alles Sinn. Ja, wie sie getötet hat, der Bärt. Oh. Ein Mini-Horn. Hilfe! Ich hasse Mini-Horn. Ich hasse sie. Hilfe! Und ich finde schon wieder überhaupt nicht durch, wo ich gerade bin und wo ich schon war und wo ich noch hin muss. Und die Geister sind mal richtig nervig mit Orbit-Tiers, weil ich die nämlich so nicht treffen werde. Sieh doch jetzt schon. Wir haben noch nicht den Itemraum gesehen. Den müssen wir auf jeden Fall finden. Der Rest ist tatsächlich eher zweitrangig. Ist ja noch so ein Ding. Dammit. Ich bin noch reingelaufen. Das war blöd. Also ich glaube nämlich, ich verlaufe mich sonst, wenn ich jetzt hier zu sehr anfange, noch irgendwelchen Kram zu suchen. Da ist eine Bombenfliege, da sind noch mehr Bombenfliegen. Ah! Ha! Kabam! Und alles fliegt in die Luft. So, Bärt, komm, da ist ein Knight. Du bist doch der Knight-Killer, bist du doch. Zack! Er hat es sogar irgendwie getan. Das war gemein, da konnte ich doch gar nicht ausweichen. Will ich denn da ausweichen sollen? Der hat doch direkt angefangen zu schießen. He shot first. Ganz im Star Wars-Stil hier. Da ist ein... Ein Shop, der mir wahrscheinlich recht wenig bringt. Ich könnte natürlich gucken, ob ich vielleicht ein blaues Herz drin finde. Was ist das denn? Ach, das ist das der Toenail, ne? Den will ich nicht. Gut, dann... Gehen wir mal in die andere Richtung und hoffen, dass hier irgendwas ist. Ah, da ist der Itemraum. Perfekt. Au. Ich wusste, dass ich da getroffen werde. Wenn ich jetzt wüsste, was das da genau ist. Das ist der komische... Das ist der komische Minibam, ne? Ganz ehrlich, den will ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ich nehme jetzt das mit. Also, Love tut's. Okay, ist egal. Das ist... weiter. Das geht doch noch, oder? Chocolate Milk. Weißt du was? Komm, wir gucken mal, ob das so geht. Jo, das sind Tränenbomben. Die will ich auch nicht. Ich weiß nicht, was das ist, aber die Runen sind für gewöhnlich gut. Shots, Speed Up und Penetrating Shots. Penetrating Shots sind hiermit, glaube ich, richtig lustig. Und unsere Schüsse sind jetzt auch ultra schnell. Wie cool das ist. Also im Prinzip habe ich jetzt einfach die ganze Zeit einen Orbit um mich rum. Weil die Tränen ja nicht kaputt gehen, wenn sie an die Gegner, auf die Gegner treffen. Hihi, das ist witzig. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist cool. So. Sie sind langsam, aber sie kommen auf mich zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell weg. Irgendwie ausweichen. Die sind doch auch nervig zu treffen, so. Aber es geht sogar noch, ne? Irgendwie geht es. Ich wundere mich ein bisschen, aber es geht. Liegt auch nur daran, dass man die immer noch treffen kann, auch wenn die schon einen Moment weg sind. So, wenn ich jetzt hier hingehe, dann genau. Bärt hat da einmal für gesorgt, dass da einer von stirbt. Perfekt. Wheel of Forge. Wisst ihr was? Wir machen das mal so. Dann kommt da Müll raus. So, The Adversary. Wir haben, glaube ich, auch tatsächlich, da ich mit dem Shop gerade nichts anfangen kann, haben wir eigentlich auch alles Wichtige gefunden auf diesem Stockwerk. Das heißt, ich werde hiernach auch direkt wahrscheinlich wieder gehen. Oh Gott. Nicht sowas machen. Ich werde versuchen, ihn mit Bärt mit anzugreifen. Auch er muss seinen Teil tun hier gerade. So, Bärt, komm. Attacke. Das ging tatsächlich erstaunlich gut. So, das gibt doch Range und Luck ab. Mom's Pearls. Range Up ist gar nicht so interessant gerade, aber Luck Up, warum nicht? Und wir gehen direkt weiter. Hatte ich ja angekündigt. Dieses Mal wird es ausnahmsweise mal zum vierten Stockwerk jetzt. Nicht irgendwie ein bisschen feucht hier unten im Keller. So.
komme bis da hinten gar nicht hin, oder wie? Sieht nicht so aus. Doch, jetzt komme ich da dran. Oh Gott, ich würde... Aha! Die sind toll, die Tränen. Ich hätte für den Boss-Challenge-Raum durchaus gerne noch einmal die Box of Friends. Das heißt, ich hole mir mal gerade noch die entsprechenden Aufladungen und dann machen wir das. Oh Gott. Gut, dass ich die Penetrating Tears jetzt habe. Na, ihr Knights, ihr könnt mir gar nichts mehr. So eine Aufladung noch. Ugh. Die sind doch doof. Geh doch weg, Mistvieh. Oh, das ging ja dann doch schneller als erwartet. Na gut. Dann können wir jetzt in den Boss-Challenge-Raum gehen. Ich warte lieber nochmal kurz. Ich bin da kurz an dem Herz hängen geblieben. Wer weiß. Ich kenne mich. Ich kenne mich. So, wenn das... Das ist ein Speed-Up. Ja, hätte ich es nicht so dringend gebraucht. Und lohnt sich auch nicht theoretisch für einen Speedrun. Also auch wenn natürlich Speed-Up für einen Speedrun immer ziemlich gut ist, aber jetzt so spät noch und dafür irgendwie so einen Boss-Challenge-Raum machen zu müssen, ist schon eher doof eigentlich. Oh Gott, es ist Monstro. Da kann ich natürlich ganz schön ausweichen so, weil ich mich um nichts so richtig kümmern muss, aber nervig ist es trotzdem irgendwie. Vor allem, weil ich jetzt so schlecht noch seine Schüsse und den ganzen Kram sehe. Hallo. Hihi. Brat und stirb und töte. Ah, das war's schon. Ich denke immer, da kommt noch einer. Aber das sind die normalen Challenge-Räume. Wo irgendwann dann ja Bosse kommen. Oh Gott, das ist nicht schön. Wie soll ich denn hier ordentlich ausweichen? Hilfe! Bitte fahrt einfach irgendwie in die Stacheln rein oder so. Das finde ich jetzt gerade am schönsten. Also sind sie ja sogar zum Teil. Hat teilweise funktioniert. So, mach mal alles kaputt. Es könnte ja was drin sein. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht allzu hoch ist, glaube ich. Zumindest eine Münze gibt's. So, die Trollbombe kann mir gestohlen bleiben. Wie geil ist das denn? Da liegt einfach so ein Item rum. Ah. Tears up und komischer Knockback. Joa, ne? Warum nicht? Aber der Knockback, ich glaube, der funktioniert nicht mit den Penetrating Tears. Es sieht zumindest so aus, als würde er nicht funktionieren. Das war close. Naja, ist ja nicht so schlimm. Alles andere ist auch immer ganz gut. So. Ein bisschen Hirn. Aber es stirbt, bis es auch nur ansatzweise nahe kommt. Es geht tatsächlich jetzt ganz gut, ne? Wir sind ganz gut aufgestellt, habe ich das Gefühl. Auch wenn wir natürlich zielen, ist nicht so. Schaden ist dafür ganz okay. Ja, ich habe genug Tränen. Tränen, sage ich schon. Will ich das? Mache ich das? Nee, ich trau mich nicht. Nee, hat sich auch nicht gelohnt. Okay, dann nicht. Sachen verwürfeln ist irgendwie immer gefährlich. So, ich guck da jetzt rein, einfach weil. Ja, nö, ne? Aber Batterien, warum nicht? Sind halt, gibt es halt hier. Das ist okay. Es war auch nicht der Shop, ne? Oh ja, Bomben. Bomben habe ich. Und vielleicht so ein paar. Ein, zwei blaue Herzchen. Eine, zwei. Ha! Aha, sehr gut. Vielen Dank, liebes Spiel. Finde ich sehr, sehr freundlich von dir. Ah, da ist der Itemraum. Und hier gibt es noch ein paar Bomben wieder. So, was haben wir denn hier? Oh, die sind ehrlich gesagt ein bisschen spät jetzt. Aber gut, was sollen wir machen? Lustig wäre jetzt eigentlich, wenn die gar nicht funktionieren würden, weil ich ja... Also, es wäre natürlich blöd für mich, aber auf der anderen Seite irgendwie cool gemacht. Weil ich ja die Augenbinde aufhabe. Ich wusste irgendwie, dass hier kein normaler Shop drin ist. Aus irgendwelchen Gründen war mir das klar. Aber da ich die Orbit-Tears habe, die übrigens, wie mir gerade auffällt, irgendwie auch durch Steine und so durchgehen und nicht nur so fürs schlechte Zielen verantwortlich sind. Oh, Girlings. Oh Gott. Au. Dammit, das war blöd, dass ich da nochmal drüber ausgewichen bin. Ich hätte irgendwie, das hätte sonst, glaube ich, auch schon gereicht. Würmer sind immer gut mit Penetrating Stuff. So, hier ist... Ach du Schande.
Okay, das war's schon. Na gut, dann ist ja gut. Range up, ja, warum nicht? Nö, da warte ich noch einen kurzen Moment. Wir suchen mal noch den anderen Geheimraum, würde ich sagen. Da wir echt dafür nichts tun müssen, außer da lang zu gehen. Ich erwarte ja, dass er da unten ist. Ist er aber nicht. Macht auch keinen Sinn an der Stelle. Hier ist er auch nicht. Da ist er. Ja, ne? Toll. Ja, blam. Oh, cool. Gibt tatsächlich noch ein blaues Herz. Das ist doch schön. Die Bombe liegt auch schon seit Ewigkeiten, ne? Okay, dann können wir jetzt gehen und ich meine Mom, ne? Müsste eigentlich jetzt Mom kommen. Das ist okay. Die müssten wir eigentlich ganz gut töten können. Gerade mit den Orbiting Tears glaube ich hier... Oh Gott, das ist natürlich die rote Mom, ne? Die kommt dann hier die ganze Zeit runter und ich sehe sie nicht. Und ich mache gar nicht so viel Schaden auf ihr. Weil die Tränen immer gerade nicht da sind, wo sie ist. Das ist natürlich super. Na, es geht. Es passt schon. Es passt schon irgendwie. Theoretisch müsste auch irgendwann mal so ein Auge rauskommen. Und das müsste dann auch eigentlich relativ hart auf die Fresse kriegen. Wenn es denn mal rauskommen würde. Tut es aber nicht. Ich meine, so nehme ich natürlich auch keinen Schaden immer hin. Ich sollte sowas nicht sagen, weil gleich nehme ich dann Schaden. Ne? Kennen wir ja. Aber, grundsätzlich. Ah. Stirb! Also. So, natürlich das Negativ. Was anderes haben wir ja noch nicht. Und hier gehen wir auch nochmal kurz rein. Oh Gott, das sind Gegner. Ich würde ja durchaus das Dingens mitnehmen. Das Zombie-Baby. Vor allem, weil ich auch große Fliegen mache. Das ist gefährlich, aber ich mache das jetzt. Ich nehme das jetzt mit. Das ist jetzt echt eine gefährliche Geschichte, aber wir haben große Kamikaze-Fliegen. Das heißt, der Schaden, den das Viech macht, vor allem, wenn wir das noch mit der Box of Friends verbessern, ist halt relativ heavy. Jetzt müssen wir irgendwie Leben finden, natürlich. Da will ich noch nicht rein. Ich gehe da gleich rein. Doppelglatteni. Ja, ne. Ist halt so. Da, nicht treffen lassen. Immer schön ausweichen. Das ist der wichtige Teil gerade. Ach, du Schande. Ja, ich habe viel Reichweite, das passt eigentlich. Ich kann einfach das von hier unten machen, das ist gut. Hier unten können die mich nämlich nicht treffen. Tja, scheiße gelaufen, wa? Komm her! Komm her! Mistvieh. Er charged doch die ganze Zeit, weil er ja nicht an mich rankommt sonst mit Schüssen. Ja, blöd, wa? Für mich hat das ganz gut funktioniert. So, also irgendwie wäre jetzt echt cool, wenn man hier so ein, zwei, da oben ist der Geheimraum. Oh Gott. Wenn wir jetzt irgendwie so ein, zwei blaue Herzen finden würden, das wäre mir sehr, sehr lieb. So, wir können hier rein. Ja, komm. Oh. Ja. Die Box of Friends, ne? Alter Schwede, ist die gerade gut. Zwei Monstros. Ja. Ich sehe halt ihre Schüsse nicht, ne? Oh, der Schaden ist so jetzt aber schon richtig krass. Jetzt brauche ich tatsächlich eigentlich nur noch Leben. Dann ist alles irgendwie gegessen. Wobei es ja meistens so ist. Am Ende fehlt einem entweder das Leben oder der Schaden. Aber meistens ist es bei... Also zumindest bei mir ist es für gewöhnlich eher das Leben, das mir fehlt. Huch. Ich habe gerade Leben gekriegt. Ich weiß nicht genau woher, aber ich habe es gekriegt. Finde ich gut. So gehört sich das. Wir gehen mal hier drüben hin. Ach du Schande. Dammit, ich hasse diese Viecher. Ach, da ist nämlich ein Teil des Lebens schon wieder weg. Das sieht aber nach einem blauen Stein aus, ne? War da nicht, warte mal, war da nicht gerade noch irgendwo so eine? Man kann die hier erkennen. Das ist mir tatsächlich neu. Das ist mir nie aufgefallen. Warte mal. Ich habe das Gefühl, da war schon mal so einer irgendwo hier. Jetzt suche ich hier die Stelle. Ich meine, es sind überall irgendwie so ein bisschen so Kreuze drauf, habe ich das Gefühl gerade. Aber hey, können wir zumindest mal kurz gucken. Nö, sehe ich jetzt aber hier nicht. Schade. Ach du Schande. Das ist für einen kurzen Moment eklig, dieser Raum, wenn noch alles irgendwie schießen kann. Und dann sterben die Ersten und es passiert nichts mehr. Also so richtig gefährlich ist er natürlich nie, aber ihr wisst, was ich meine.
da kann man sich halt schlecht bewegen und dann aus Versehen irgendwie getroffen werden. Das ist dann nicht so schön. Ein Auge, ein Auge, ein Aua. Ein Aua. Vor allem ein Aua, das ist der wichtigste Teil. Was ist gerade passiert? Ich habe irgendwas gehört. Als wäre ein Geheimraum aufgegangen. Scheint aber Blödfug gewesen zu sein. Macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Oh Gott. Oh Gott. Geht weg. Irgendwie, ich glaube, ich muss ich aufhören zu schießen, damit er rauskommt? Nee. Okay, ich dachte gerade kurz. So, erstmal die natürlich, wie immer. So, und jetzt... Plöpp, stirbt er. Ah, ich brauche Leben. Ich brauche dringend Leben. Ich dachte gerade... Dammit! Jedes Mal bei diesen Viechern. Warte mal, war da gerade... Ist das hier einer? War tatsächlich schon wieder ein blauer Stein, ne? Langsam fallen die mir hier auf. Das ist schon mal gut. Oh Gott. Das ist schon mal gut. Das war richtig schlecht. Oh. Ganz viel komischer Pup. Nicht mehr viel Leben. Vielleicht war es doch falsch, das Zombie-Baby zu kaufen. Das wäre natürlich schade jetzt. Ja, da ist ein Geheimraum. Vielleicht haben wir Glück? Nö. Nö, so gar nicht. So überhaupt nicht. Ach du Schande. Der rote Pup hier in dem Raum ist natürlich fies, ne? Weil da läuft man unter Umständen halt versehentlich rein und dann ist es schlecht. Eine Pille? Es ist Strange Up. Mal wieder. Komm, die Bomben will ich auch noch haben. Wenn schon, denn schon. Konnten mich nicht mehr, oder es konnte mich nicht mehr anchargen. Das hätte mich noch fast angecharged. Oder es hat mich noch angecharged, aber mich zum Glück nicht getroffen. Komm. Skolex. Die sind tatsächlich fieser gerade als Skolex erstmal. Zumindest zu Anfang. Eieieiei. Das geht ja auch, ne? So viel kann der ehrlich gesagt nicht. Der springt halt... Ich glaube, der springt schneller als Dings. Aber das war es auch zum großen Teil, ne? Und der macht halt so komischen Kram und komische explosive Schüsse, wenn er mit seinem Hinterteil rauskommt. Wobei der mit seinem Hinterteil rauskommt auch meistens dann irgendwie tot ist. Ah, ja. Lack ab und so ein bisschen Schlüssel, aber... Ne? Das genügt nicht. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ja, hier nicht. Sind hier noch blaue Steine? Das, ist das da einer? Nee, ne? Nö, nö, nö. Schade. Ja, müssen wir wohl nach unten, ne? Und hoffen und beten. Hoffen und beten. Wir haben es ja tatsächlich nicht mehr weit, aber ich weiß nicht, ob ich so Isaac schaffe. Also, mal ganz abgesehen, dass ich den Rest natürlich auch noch schaffen muss, aber... Hier, solche Räume. Die gehen natürlich. Das sind dankbare Geschichten, aber... Auf der anderen Seite hat man dann auch solche Dinger. Die sind dann weniger dankbar. Zumindest wenn die Typen dann komisch anfangen, Explosivschüsse rumzuwursteln. Dann ist das nicht mehr schön. Oh Gott, und dann hat man solche Räume. Au, wo dann sowas halt passiert. Gibt es hier... Steine, die tatsächlich irgendwie aussehen, als hätten sie sinnvolle Kreuze. Ich sehe keine gerade, wenn ich ehrlich bin. Sieht es nicht so aus. Nö, nö. Nö, 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 nö. Hm. Der Raum geht. Der Raum ist auch sehr gechillt. Leben? Schade. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich die denn treffen? Aber es ging ja tatsächlich. Ich konnte sie sogar sinnvoll treffen. Aber es sah erst nicht danach aus.
Da ist ein Geheimraum. Das ist gut. Das ist gut. God damn it! Ich stand doch dahinter. Puh. Leben? Das ist kein Leben. Leben? Nee, nur Münzen. Das, ich sehe schon, das könnte langsam mein Tod werden hier. Nicht nur langsam, es könnte sehr, sehr schnell mein Tod werden. Was haben wir hier? I found Pilz. Na prima. Ja, klar. Schuhe. Schuhe. Komm, wir benutzen das mal auch noch. Eieiei. Hallo, Loki. Hallo, hallo, Loki. Hallo. Ach du Schande. Der geht natürlich auch einfach nur drauf, ne? Ja, die Reusable Fly Hive, so lustig die eigentlich auch ist. Ist das? Achso, ich wollte gerade sagen, was ist das für eine Fliege? Die bewegt sich einfach nur sehr seltsam. Also, ich gehe mal erstmal in den Raum hier. Hoffe, dass der weniger schlimm ist. Ist er sogar. Es genügt aber immer noch nicht, dass ich mal Leben kriege hier, ne? Verdammt. Komm, sprengt mir hier irgendwie einen blauen Stein auf oder so mit ein bisschen Leben drin. Das finde ich total super. Habt ihr eben auch gemacht. Ich finde, dann könnt ihr das jetzt auch nochmal machen. Oder wie wär's? Hm. Offensichtlich nicht so. Boom. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Hat aber doch wieder noch irgendwie gereicht. Ich spreng jetzt möglichst viel hier in die Luft und hoffe, dass irgendwo irgendwas drin ist. Sieht aber schlecht aus. Will nicht in den großen Raum. Ich hab Angst. Oh Gott. Und womit? Mit Recht habe ich Angst. Denkt an so einen Typen fest, ne? Ist irgendwie sehr witzig. Da war einer, da war einer, da war einer. Größer! Noch größer! Jetzt bin ich natürlich noch leichter getroffen, glaube ich. Das war natürlich schon ziemlich doof eigentlich. Glaube ich. Weiß nicht, ob das noch vielleicht noch irgendwelche anderen Vorteile sogar hat. Deshalb sage ich da mal lieber sonst nichts zu, wer weiß. Oh, da ist eine Arkade, da muss ich rein. Lass mich in die Arkade. Der Mond. Ist natürlich irgendwie eine Arschloch-Arkade, ne? Komm, wir machen erstmal das. Es ist kein sinnvolles Leben drin, schade. Ich muss jetzt eigentlich, spielen und hoffen, dass ich irgendwie, was Sinnvolles kriege. Also Leben. Das ist das Sinnvolle, was ich kriegen möchte, ist Leben, bitte. Nicht Geld. So gar nicht Geld. Leben wäre super. Bitte? Bitte? Ich brauch doch nur so ein, zwei oder so. Das reicht mir doch erstmal. Schnüffel. Oh, ja, toll. Ist nicht das richtige Leben. Hark. Die Chance bei den... Dammit. Bei den Dingern blaues Leben zu kriegen ist auch nicht sehr hoch. So, irgendwo ein blauer Stein scheinbar nicht... Okay. Gott, das, wenn das jetzt eine Dingensklaue ist, eine... Oh, was haben wir hier? Bitte, bitte, bitte. Two of Clubs, na prima. Also wenn das hier jetzt halt eine Skelettdingens ist, dann habe ich halt Probleme. Deswegen. Verdammt. Wir sind tatsächlich wieder nicht weitergekommen.
sehr, 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 sehr knapp, aber wir sind nicht weitergekommen. Wir haben es wieder nur bis zu Mom's Heart geschafft. Wir haben es nicht mal bis zu Mom's Heart geschafft. Oh Gott, wir haben nur einen Mom-Kill geschafft, ne? Arg, wie traurig. Aber gut. Es hat nicht sollen sein, es kann nicht immer so sein. Und wahrscheinlich war es halt das Zombie-Baby, was mich am Ende tatsächlich irgendwie gekillt hat. Ich hätte es wahrscheinlich nicht nehmen sollen, aber kann man jetzt nichts mehr dran ändern. Ich würde sagen, hoffentlich hat es euch trotzdem wieder gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen natürlich und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!